Hallo, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen Wie und Wo fange ich? Nachdem wir letztes Mal Mew gehabt haben, steht heute sein Klonbruder an, Mewtwo. Und ich zeige euch heute, wie man Mewtwo fängt, oder beziehungsweise wo man Mewtwo fängt. Und dazu braucht ihr ein Mew. Also wenn ihr das Video vom letzten Mal nicht gesehen habt, dann schaut es euch gerne an. Ist oben in der Infobox verlinkt und auch in der Videobeschreibung. Denn um Mewtwo zu kriegen, braucht ihr ein Mew. Und dieses Mew müsst ihr dann hier in diese Klonmaschine eingeben. Um die Klonmaschine zu bauen, brauchen wir folgende Komponenten. 2 Smaragde, 2 Goldbarren, 14 Obsidian, 13 Redstone, 28 Aluminiumbleche, 12 Glasscheiben und 6 Wassereimer. Aluminiumbleche kommt ihr, indem ihr Bauxiterz abbaut, was bei Y30 bis 60 vorkommt. Das in den Ofen, dann kriegt ihr Ingots und die mit einem Pixelmon-Amboss behämmern oder in einen mechanischen Amboss geben. Dann bekommt man Aluminiumbleche. So, für die Klonmaschine brauchen wir erstmal 2 Fossilmaschinen. Die gehen wie folgt. Erstmal den Deckel. 2 Stück. Dazu 5 Aluminiumbleche, so in einer, ja, einer Bootform anordnen. Und dann Redstone oben in die Mitte. Dann kriegen wir die Deckel. Dann den Tank. 3 Wassereimer in die Mitte und Glasscheiben drumrum. Das 2-mal. Dann haben wir 2 Tanks. Der Bildschirm. Obsidian in die Mitte. Redstone drumrum. Kriegen wir 2 Bildschirme. Und zu guter Letzt, der Sockel ist einfach 6 Aluminiumbleche, unten 12 in unserem Fall, weil wir ja 2 brauchen. Das dann einfach nur zusammenfügen und wir bekommen 2 Fossilmaschinen. So, mit den Fossilmaschinen können wir nun den linken und rechten Tank machen. Dazu die Fossilmaschine in die Mitte. Einmal mit Smaragd an den Seiten, Aluminiumblech oben, Obsidian unten, kommt man in den grünen Tank und das Ganze nochmal mit Gold und wir bekommen den orangenen Tank. Das müssen wir dann nur noch verbinden mit einem Kabel, was so funktioniert. Obsidian unten, Redstone in der Mitte, Obsidian oben und wir bekommen das Kabel. Die können wir dann einfach zusammenfügen, indem wir sie so anordnen und wir bekommen eine Klonmaschine, die genauso aussieht dann wie diese. Ja. So, nun steht hier halt Mew eingeben. Wir haben ein Mew hier gefangen. Das geben wir jetzt hier ein. Ich packe schon mal das scheue Kadabra nach vorne, denn wir wollen natürlich ein scheues Wesen haben. Also ich und ihr machen, wie ihr wollt. Das Mew geben wir jetzt ein. Mit Rechtsklick. Dann steht dort Scanned. Und dann steht hier noch Katalysator eingeben. Boost 0 von 3. Ihr könnt 3 Katalysatoren verwenden. Eisen, Gold und Diamant. Ich rate euch aber, nehmt unbedingt Diamant, weil mit Diamant steigt die Chance drastisch. Mit Eisen bekommt ihr 7,5% Chance, dass halt ein Mewtwo rauskommt beim Scannen von Mew. Und mit Diamant habt ihr eine 37,5%ige Chance. Und das ist ja schon um einiges mehr. Denn es kann nämlich auch passieren,
dass beim Scannen vom Mew kein Mewtwo rauskommt, sondern ein Ditto. Und daher rate ich euch auf jeden Fall, nehmt 3 Diamantenblöcke. Weil das ist es nicht wert. Ich glaube, Mew zu fangen ist schon schwer genug. Und dann sollte man auch die beste Chance nutzen. Dann seht ihr schon, es wird verarbeitet. Und man sieht, es kommt direkt ein Mewtwo raus. Wunderbar. Das wird jetzt die Klonmaschine zerstören. Zack. Und da ist es gespawnt. Ihr könnt versuchen, es zu fangen. Und damit habt ihr euer Mewtwo. Dabei müsst ihr noch bedenken, ihr könnt ein Mew jeweils nur 3-mal scannen. Also nach 3-mal ist Schluss. Wenn dann kein Mewtwo rausgekommen ist, habt ihr leider Pech gehabt und ihr müsst ein neues Mew fangen und scannen lassen. Also ihr habt jeweils immer nur 3 Chancen. Deshalb, wie gesagt, unbedingt Diamantenblöcke verwenden. Weil ansonsten ist das wirklich Verschwendung. Allerdings wird das Mew nicht verbraucht. Also das verschwindet nicht nach den 3 Versuchen. Ihr könnt es dann nur nicht mehr scannen. Also so viel dazu. Da braucht ihr keine Angst haben, dass das verschwindet. So, das war's auch schon. Da habt ihr euer Mewtwo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.